Willkommen, ich warte schon auf euch. Nein, das Hallo. Willkommen, ich warte schon auf euch. Achso, ich bin der Mana-Baum. Der mystische Mana-Baum. Oder hat der Igel hier gesprochen, wer weiß. Ich bin der Mana-Baum. Oh. Ja, machen ja trotzdem noch Schaden, wie blöde. Aber euch nicht so, nur bei mir. Nicht am Helm vielleicht? Ja, mir fehlt da wohl was. Ich bin jetzt halt der Schwächling in der Gruppe. Was wollen wir machen? Ich habe ja gesagt, ich will nicht rumheulen. Aber es hilft ja alles nichts. Man kann machen, was man will. Männer sind solche Babys, ey. Na, da gibt man seinen Helm her, weil man sich sagt, ich bin der Mann in der Gruppe. Und man wird dafür gestraft. Schöne Musik übrigens im Hintergrund, ne? Ja, du darfst auch gerne angreifen. Ja, ich sehe bloß nicht, was ich abziehe. Du auch nicht. Das ist voll praktisch, man sieht einfach gar nichts, keine Zahlen. Es ist halt in einem Wald so, man sieht nichts. Aber vielleicht soll ich gegen Waldwesen mal eher so Feuer einsetzen. Ist eigentlich auch fies, ne? Wir kommen hier zum heiligen Mana-Baum und schlachten erstmal die Bevölkerung ab. Sinos ist erledigt. Oh, ich glaube, da hat jemand Federn gelassen. Ist da überhaupt noch wer? Nö, ich glaube, die sind alle dood. Nein, geht nichts mehr, okay. Die sind dood. Dood. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht 3 Stunden hier lang laufen, ey. Hallo, ich erwarte euch. Ist auch schön, die Insel sah ja auch direkt aus wie so ein Mana-Baum, ne? Ach hier, das sind Krähenfüße, ne? Da kriegen wir geile Helme. Theoretisch. Sind doch Krähen... Ja, sind Krähenfüße. Sah auch so aus, wie so ein Krähenfuß, ne? Ja. Man weiß ja einfach, wie so ein Krähenfuß aussieht. Du weißt das vielleicht. Ja, ich hatte letztens einen. Neben meinem Hühnerauge. Ja, da kann man auch mal ganz ehrlich... Also, liebe Zuschauer, wenn ihr sowas habt, schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Alter, wie viel halten die denn aus? Ja, die haben halt die geilen Helme. Mit einer Drop-Chance von 0,0005% oder so. Die haben lila Toupets, aber keine Helme. Nee, die haben Pilze auf dem Kopf. Aber ich finde, man zieht ganz gut ab. Und die sind relativ ungefährlich. So, Puki, mach mal Mund auf. Ich hab hier ein bisschen Milka. Lecker, lecker. Lecker, schmecker. Nee, das war die mit Chili, die schmeckt doch nicht. Boah, Level 48. Kiste! Also, meinem ersten Durchgang habe ich ja die Mana-Festung auf Level 60 geschafft, wollte ich mal sagen. Nee, ist doch total sinnvoll. Haben wir doch gerade verbraucht. Was holst du denn rum bei der Schokolade? Ist doch super. Das mag ich nicht. Was ist hier los? Was... Blaue Pilze. Hilfe. Da, 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 da. Guck mal, da wird man auch gar nicht so andächtig und still. Und man denkt einfach mal drüber nach. Was haben wir bisher geschafft? Was haben wir geleistet in unserem Leben hier in Secret of Mana? Was haben wir erreicht? Wie viele Pogo-Puschel haben wir erschlagen? Wie oft sind wir sinnlos gestorben? Hilfe. Was ist hier passiert? Oh Gott, ich sollte vielleicht was machen. Hilfe. 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 Ja. Ich bin auch bewusstlos hier. Hilfe! Oh Gott. Vielleicht machst du mal irgendwas. Ja, kann ich ja nicht. Ach so, die. Ja, die Hirsche schläft. Wie soll ich denn? Du bist außerdem. Ich kann ja nicht mit dir spielen. Klingt auch wieder falsch, aber es geht ja nicht. Du kannst nicht mit mir spielen? Nein. Muss ja auch nicht sein, ne? Alter. So, ich würde mal sagen: ein Kraftwässerchen. Einfach mal auf alle. Na, warum denn? Weil das günstiger ist, als Schokolade zu verbraten. Da gibt es bessere Situationen. Alle anderen sind so gut wie voll. Richtig, aber die Schokolade ist sinnvoller. Ich kann nicht angreifen und werde platt gemacht. Ja, jetzt heul mal nicht rum. Ich heul nicht, ich mecker. Ganz ruhig bleiben. Liebe Zuschauer, da merkt ihr mal wieder die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Alter. So. Was denn? Hallo, wir müssen hier noch den einen Pilz besiegen. Nö. Ja, siehst du mal, was du gewonnen hast. Komm, ist er auch noch tot, komm. Dann laufe ich alleine durch, ey. Oh, das ist lustig. Ha. Mensch, Rüke. Jetzt sei doch mal nicht so, das macht doch Spaß, macht doch Freude. Ich krieg nicht so gerne Pilze ins Gesicht. Nee, kriegst du auch nicht Pilze ins Gesicht, kriegst Pilzsporen ins Gesicht. So. Süß hat doch schon funktioniert, so.
Und wir haben ja einfach Lebenswasser im Überfluss. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt noch durchlaufen müssen. Das ist doch furchtbar. Ich dachte, wir gehen hier einen Schritt und dann sind wir beim großen, mächtigen Mana-Deko-Baum. Ich erwarte euch. Es ist nicht der Deko-Baum, das sind andere Entwickler, Rieke. Ja, ich weiß. Toll. Ah, Mann, ey. Ich bin schon wieder tot. Oh Gott, wie die hier abziehen. Aber auch nur bei mir so krass. Hat ja richtig... Du kriegst gleich den Helm, das geht mir jetzt schon auf den Sack, ganz ehrlich. Jetzt heul mal nicht rum. Wer heult hier denn die ganze Zeit rum? Boah, weiß. Was ist denn hier los? Du siehst ja nicht mal mehr, was du zauberst. Klar. Was grinst du so? Nichts. Vielleicht finden wir beim Krähenfuß einen der besten Helme im ganzen Spiel. Nein. Doch, bei unserem Glück bestimmt. Bei unserem Glück? Wow, da ist der Tobi gesprungen. Ische, kannst du mal aufhören, mir so blöde hinterher zu trotten die ganze Zeit? Das ist voll nicht sinnvoll. Notch! Das gibt's doch nicht! Notch, was hat Notch denn damit zu tun? Nee, ich wollte was anderes sagen. Gibt's doch gar nicht irgendwie. Man wird hier ständig... Gibt's doch gar nicht. Ich brauch wirklich den Helm, weil das ist echt katastrophal. Und wenn du den nicht hast, dann wird bei dir das Problem vorherrschen. Von der Ische. Hm? Nimmst du den von der Ische oder was? Nee, das ist aber nicht gut. Ja. Warte. Ich hätte gerne Schokolade. Ja, jetzt ist die Ische tot. Toll. Ja, wir können das so nicht spielen. Wir brauchen auch den Ring. Kannst gerade nichts machen. Ja, das wird da nichts. Wir sind nicht mal beim Bossgegner. Wir können hier auch nicht wirklich durchlaufen, weil wir sowieso irgendwann getroffen werden. Und wir müssen ja irgendwo mal leveln. Wir können ja nicht an jeden Gegner vorbeilaufen. Wir müssen leveln, damit wir uns die restlichen Items bei das geht nicht. Es geht nicht. Wir müssen leveln. Wir müssen leveln. Nee, jetzt bin ich mal so wie du. Das geht aber nicht. Ich würde sagen... Jetzt laufen wir doch einfach einmal durch. Wo ist denn das Problem, dass wir hier jetzt einmal durchlaufen? Gar nicht kämpfen. Wir müssen leveln. Irgendwo kommt Bossgegner. Ja, aber hier wenigstens... Jetzt bist du noch verwirrt. Oh nein. Hier, hier. Ja, ich versuche gerade falsch zu denken. Das ist ja merkwürdig. Wow. Hilfe. Ja, ich kann so nicht steuern. Was? Ja, genau. Was? Genau, ich hab voll jetzt, bin total vorbereitet auf den Bossgegner jetzt. Scheiße! Ja, das meinte ich halt. Keiner ist geil, wir haben noch ein Lebenswasser, wir haben zwei Schokolade oder so. Das ist halt super behindert einfach nur. Ja, dann sterben wir jetzt halt. Ja, und ich kann mich nicht mal richtig bewegen. Ja, mach nichts. So, warte. Das ist der Drachenwurm und der mag Elektron. Ich glaube, das wird einfach nichts. Das wird nichts. So, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Das ist super. Ja, das wird aber nichts. Das ist super. Das ist doch total bescheuert. Eil dich doch einfach mal zwischendurch. Wir werden das, anstatt hier rumzumaulen. Los, Motivation. Nein, das ist aber dumm. Das ist ein aussichtsloser Kampf. Wir brauchen auch die Ische. Kämpf doch mal wenigstens. Scheiße, jetzt brauchst du auch noch Heilung, ne? Nichts funktioniert. Nichts funktioniert hier. Nichts funktioniert. Ne, da bin ich einfach mal einer, da sage ich so, nee, das geht so nicht, Rieke. Okay, ausweichen, ausweichen. Guck mal, da sage ich nicht mal mehr, liebe Schnabeltastenmaus, weil das ist einfach, das ist krass. Obwohl du dem ganz schön viel abziehst, ne? Ja! Nein, 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 lass mich erst zaubern. Lass mich erst zaubern, bitte. So. Und dann kannst du sofort, okay? Jetzt triffst du ihn nicht. Doch. Nee. Ich hab genau gehört, das war kein Treffer. Ich hab keinen gehört. Schlammbombe gegen mich, das ist schlecht. Level 8 Schlammbombe. Wo ist er denn? Ich glaube, er kommt von oben. Soll ich jetzt mal versuchen, ich zauber jetzt einfach nochmal. Eigentlich sagt man ja, alles Gute kommt von oben, ne? Komm, ja, schon, tot. Komm schon. Ich mach ihn alleine fertig jetzt. Viel Spaß. Wie viel Leben hat der? Weiß ich nicht. Tschüss, gute Nacht. Scheiße. Du wirst sterben. Tschüss, auf Wiedersehen, gute Nacht.
Die Erde bebt. Du hast es geschafft. So. So, jetzt nimmst du aber mal Lufti, ne? La la la. Wenn ich jetzt so eine Animation hätte, ich würde mich gerne vor dir ich würde so gerne mit den Händen so wie zu Allah beten, so. Weißt du? Du bist Allah. Hast du gut gemacht, Puki. Puki, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Tobi? Ja. Tobi? Ja. Tobi? Ja. Riech mal. Ich finde, das geziemt sich nicht, fremde Gags zu klauen für die eigenen niederen Zwecke, weil man selber nichts Besseres hat als Herr Lo. Besiegt den Drachen links vom Wald, um das Tor zu passieren. Den Spielstand speichern. Jo. Ja. Machen wir nochmal, oder was? Wir haben jetzt so verzweifelt. Hallo, wir haben total viel Gold dafür bekommen und alles. Doch super. Haben wir. Wo kann ich mein Gold sehen? Bei Befinden. Naja, ein Helm. Ja, ein wichtiger Helm. Eigentlich müssten wir zurück und nicht jetzt den Drachen besiegen, oder? Na gut, wir besiegen den Drachen. Ja. Das ist jetzt dieser Nebelvulkan, oder? Warte. Gegen was ist der schwach? Das ist der Schneedrache und der ist schwach gegen Vesuvio. Guck mal, hab ich gleich erkannt. Blutgranate. Ja, schlau. Ja, weil es halt kann. Oh oh. Alles gut, alles wir. Ach, zaubert der auch Glut? Nee, Quatsch, macht er nicht. Er ist ein Schneedrache. Ich hab nur zwischendurch gezaubert. Wahrscheinlich macht der eher Schneemann oder sowas. Boah, hallo, 999! Was? Wie krass hast du den denn gelevelt? Die Suvi ist so gut gelevelt. Oh oh. Ganz schnell. Aber der sieht cool aus. Ja. Fast so cool wie die Puki. Die finde ich jetzt richtig dufte. Hallo, ist ein Schneedrache. Also den Gag hast du nicht mitgekriegt, ne? Ach so. Ja. Ich hoffe, die Zuschauer haben den auch. Hallo, hat der super viel Leben oder? Das ist halt einfach super krass, ne? Der hat ja richtig. 2800. Wo ist er hin? Ja, der ist quasi tot. Ich habe dem gerade mit dem Schwert einfach 500 abgezogen. Komm her! Ah ja, da. Ja, der ist aber tot. Unten links stirbt er. Ja, könnt ihr sehen, liebe Zuschauer, wenn ihr mal beim Tobi-Symbol schaut. Beim Tobi-Symbol mit der 1 da drinnen. Wie du Panik geschoben hast vorhin. Wieso? Ich habe doch gleich gesagt, lass einfach weitergehen. Wir können das locker schaffen. Verteidigung, naja, ist jetzt nicht die beste, aber... Und weiter geht's. Einfach super motiviert. Ich musste zwar, liebe Zuschauer, ihr habt das ja mitbekommen. Yes. Ich musste zwar die Schnabeltastenmaus ein bisschen überzeugen, dass wir das schaffen können. Aber dann hat's ja einfach geklappt. So, Ich würde mal sagen, gehen wir zurück zum Tor. Ach ja. Wo sich jetzt irgendwie ein Durchgang geöffnet hat zum Dekobaum. Nee, hier. Was? Wieso da? Stimmt. Wieder deine Orientierung! Scheiße! Das macht mich aggressiv! Entschuldigung, liebe Zuschauer. Ich wollte jetzt nicht einen verbalen Ausbruch erleben. Aber manchmal gehen einfach die Pferde mit mir durch. Manchmal schrei ich, manchmal schreit er. Das ist einfach, so sind wir halt. Genau, schon immer gewesen. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. Hey, ja. Den Spielstand speichern. Habt ihr Bock, den Spielstand zu speichern? Ihr redet hier einfach mit Stein, aber... Hallo, Stein. Warum nicht? Ach so, jetzt können wir auch durch. Rätselaura. Ist schon verwirrt. Ah, Höhle. Hölle. Höhle oder nicht Höhle? Wir gehen in die Höhle. Ja, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle. Ah, Geister. Geister. Wir gehen einfach an allem vorbei, ne? Wow. Der musste sein. Oh nein. So, okay. Wir werden von nichts angegriffen. Einfach durch. So, was ist das? Was kann der? Wir gehen nach Plan. Das ist das Sonnenküken und das ist gegen die Frostwelle. Also Froster. Froster. Das ist da unten. Hä, wieso ist da unten? Egal. Ja, lass einfach.
So, Frosta kann hier das die Eisklinge. Ey, ja. Sollten wir... Die Schutzaura kannst du auch nochmal zaubern. Genau, wollte ich nämlich gerade mal fragen. Man kann ja auch mal sowas zaubern, ne? Vergessen wir immer. Vergessen wir immer. Das ist so dumm. Das hat uns bestimmt schon sichere Siege gekostet. Wahrscheinlich. Weil es einfach mal die Verteidigung um 10.000 anhebt. Naja, 10.000 wahrscheinlich nicht. Aber 3.000. Aber 3.000... Ich kann nicht zaubern, weil du gerade zauberst. Nee, ich zauber nicht. Das macht die Ische. Wie sieht das Ding denn aus? Wir hatten schon mal so einen Küken, als wir Vesuvio befreit haben. Ich erinnere mich nicht. Nicht. Ja, schon klar. Brauchst du vielleicht Mana? Kann das sein? Nee, ich habe gerade gezaubert. Nee, du jetzt brauchst Mana. Ja, meine ich. Wollte mich gerade nachfragen. Ja, du liegst ja gerade am Boden. Du kannst dich gerade nicht um mich kümmern. Das ist auch voll okay. Ich schaff das schon. So. Du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Ich schaff das ganz alleine. Ja, aber ich glaube, offensichtlich kommen wir hier ganz gut durch, wenn wir alle Gegner ignorieren, ne? Ja, ich mach gerade Charade. Was charadierst du denn? Ja, das hättest du ja raten müssen. Ach so. Ja. Hier komme ich nicht so richtig zum Angriff hier. Tut mir leid, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich zauber. Ja. Man kann ihm auch relativ... Man kann ihm voll leicht ausweichen, ganz ehrlich. Ja, der ist nicht der, so. Der braucht so lange zum Springen. Und du siehst ewig lange den Schatten. Feuerhagel, schön, ich bin bestimmt tot. Oh, nein! Zauber doch lieber. Ja, einfach zaubern. Einfach zaubern hier. Man kann ja auch einfach mal hier die Y-Taste drücken. Man muss ja nicht extra hier Select oder so. Ja, stolz ist, dass er das rausgefunden hat. Nee, Profispieler wissen das halt, ne? Ja. Und da wir ja genau. Wir sind ja inzwischen Pro-Gamer. Wir ignorieren halt einfach. Ne, unwissende Spieler würden jetzt einfach versuchen, hier auch alle Gegner zu besiegen oder so ein Quatsch, ne? Aber man kann halt auch einfach zu den Bossen laufen, wenn man weiß, wo sie sind. Und wir wissen halt, wo jeder Boss steckt. Und das arme Küken, das ist das süß. Das ist mir wurscht. Ist mir auch wurscht. Yeah, Freude, hey, Freude! Hey, Freude schöner Götterfunken, wie das duftet, herzlich gut. Was denn? Und weiter geht's! Ah, herrlich, das macht Laune. Sperrorb. Wieso will er da unten lang? Weiß ich nicht. Tobi erreicht. Hallo, Moment, wie viel Gold haben wir denn jetzt bitte? Ja. Ich würde gerne mehr solcher Bosse kloppen. Gib mir mehr. Ich will so, hier brauchen wir jetzt. Dein Schwert kann das ja Schwert. Auch. Mach mal. Gestrüpp. Das kann ein bisschen nervig werden. Wollen wir die Das ist echt krass. Wir sollten öfter einfach mal so schwer zaubern, ne? So, lass mich raten. Meine Freunde, besiegt den Drachen links und ihr könnt durch dieses Tor gehen. Hey, sind wir zurückgelaufen irgendwie? Kann das sein? Sind wir zurückgelaufen? Nein. Das sieht aber so aus wie vorher. Das ist, haben die Spieleentwickler wohl kopiert. Genauso wie den Text. Ja. Ja, drück mal. Achso, Entschuldigung. Nein. Ja, das ist natürlich! Jetzt wird sie übermütig. Du bist ja bekloppt hier. Das Vibe, ey. Krieg ich zu viel. Was denn? Risiko. 2, 1, Risiko. Challenge Time. Okay, das sieht anders aus. Hilfe. Oh, ich bin versteinert. Schade. Guck mal, es geht trotzdem. Da ist die Höhle. Ich schicke hier rein. Die Höhle, ich schicke in die Höhle. Danke. Oh! Ach so, das warst du. Ich bin trotzdem versteinert. So, warte. Es ist der Lavadrache. Wir brauchen. Oh, heil mal bitte eben schnell. Ja, geh doch mal weg da. Ja, wollte ich gerade machen. Ich bin jetzt Pookie, ey. Kann das sein, dass du keinen Mana mehr hast? Wer jetzt? Ah, doch, du hast einen Mana. Ja, ich wollte gerade meinen. Nee, weil ich konnte gerade auch mit dir nicht zaubern. Ich dachte, du hast keinen Mana mehr, aber du warst doch einfach noch nicht richtig in der Höhle drin. Achtung, Drache. Ja gut, wenn wir auch noch Mana haben, ist das ja sehr praktisch, ne? Achtung, Drache. Ja. Alles noch im grünen Bereich. Der ist nicht gebildet, ich kann nicht. Der einzige Nachteil ist, dass wir tatsächlich ja gar kein Lebenswasser mehr haben. Ein bisschen hoch. Das erinnert mich an den allerersten Endboss, den man besiegen musste, noch im Quelldorf. Erinnerst du dich?
Da ist man auch in eine ähnliche Höhle gefallen. Die sah sehr ähnlich aus. Das war so ein Sichelkämpfer. So ja, war kein Drache, aber... Oh, wieso fliegt der denn die ganze Zeit weg? Jetzt bleib doch mal hier, ey. Genau, ey, was soll der Scheiß? 80. 80, sehr schön. Wie viel kann der aushalten? 3000. Okay, dauert minimal länger. Ganz schön viele Bosskämpfe jetzt, ne? Ja, aber ist nicht schlecht, da kriegt man wenigstens auch gut Geld. Ja, und die sind jetzt auch nicht so... 506 habe ich abgezogen. Nein. Entschuldige, aber nein. Hätte das sein können. Zuschauer haben es geglaubt. Nein, deine Zuschauer krass, sind wichtig, größtenteils einfach intelligent, die glauben das nicht. Erstaunlich, wie größtenteils intelligent. Was soll das denn heißen? Was hast du hier gerade gegen meine Zuschauer gesagt? Höchstens gegen einen. Gegen welchen Zuschauer genau? Sag ich nicht. Möchtest du Namen nennen? Mm-mm. Warum nicht? Also, mein liebe Name, Zuschauer. Mein Namensgedächtnis, weißt du doch. Das ist ihr könnt ja mal überlegen, wer sich angesprochen fühlen sollte. Bist du vielleicht der Dumme, den die liebe Schnabeltassenmaus hier als unfassbar dämlich tituliert? Denk mal drüber nach. Clownorb, schon ewig nicht erhalten, braucht auch keine Sau. Wenn wir noch ein paar Bosskämpfe bestreiten, brauchen wir auch gar nicht mehr leveln. Was willst du jetzt da? Ja, einfach hier Kraft. Ah ne, wir wurden ja geheilt. Warum? Ja, hab ich ganz vergessen. Warum? Warum? Ja, mach mal Menü aus hier. Wo bist das? Nee, da wollte ich nicht reagieren hier. So ganz schnell durch. Durch. Die Mutti? So. Schnell durch, hab ich gesagt hier. Der Mutti wollte die nicht reagieren. Also deine Mutter wollte nicht reagieren, sagst du. Ja, genau. Na, das hab ich gesagt. Freunde, den Spielstand speichern? Ja. Okay. Oh Gott, ich hatte schon wieder Angst. Ich hätte es mal machen sollen. Nein. Tschüss. Was ist das Geister denn hier? Oh, nein, schade. Links. Nein. Links durch. ganz schnell. Alle ignorieren hier Krähenfüße. Gibt's geile Items, aber egal. Ja, steh auf. Gleich noch. Steh auf. Los, ist schon wieder bewusstlos. Steh auf. Kackpilz, hör auf jetzt. Steh auf. Nein. So, Ische, komm. Ische. Ische. Ja. Froster ist... für alle da. Weiß jetzt nicht, warum, wie du darauf kommst. Was für eine, weiß ich nicht. Was sind das die ganze Wetter. Zeit? Sind das die Geister oder was? So. Hallo, Hibu. Hibu? Geht's hier lang? Nein. Na, vielleicht diesen kunstvoll angelegten Weg hier folgen. Manabaum, guck mal, er wartet uns, aber er stellt uns 1000 Fallen in den Weg, ne? Ich bin bewusstlos. Ich steh mal wieder auf. Kann ich nicht. Komm. Ja. Huch. Oh. Moment. Okay. Hm? Achso. Was denn? Oh nein, er hat Igel ausgepupst. Geh weg. Nein. Wer hängt? Ist das bewusstlos? Stau auf. Der Kommentar glänzt. Ja, stimmt. Los. Ich versuch's ja. So. Okay, ganz schnell. Was denn? Rocky. Achso. Ja, aber halt vor allem erstmal schnell heilen. Kann ich trotzdem? Stimmt nicht. Doch, cool. Okay, nee, jetzt muss ich zaubern gerade. Einfach mal rauspfeffern, rausspammen die ganzen Zauber. Okay, ja, wie viel hat der? 9. Auch so 3000 ungefähr. Ach ja, der kann ja wieder nicht. Ja, nein! Ist nicht schlimm. Doch! Ich brauch die eh nicht, ich greif ja nicht. Ja, egal, dann ist egal. Dann lass ich's auch. Achso, für dich jetzt, ne? Stimmt. Ja. Nicht, dass du heilst mit Eis, ne? Hä, wie denn? Weiß ich nicht. Ha! 509. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt er hat sich entmaterialisiert. Oh, wo wird er wohl auftauchen? Nicht bei mir. Vielleicht hier? Oder hier? Oder vielleicht doch hier? Ah, hier. Wie der Tobi da sitzt. Da hatten wir doch auf der Weihnachtsinsel, da hatten wir doch den Weihnachtsmann, der so... Stimmt, der sah so ähnlich aus, ne? Hä? Was? 500? Was? Ja. Er hat 595 Schaden gemacht. Warum? Ja, weil ich keine Rüstung habe. Achso, ich könnte ja trotzdem noch was machen. Bist die Ische.
Dann kriegt der Tobi aber keine Erfahrungspunkte, ne? Das, haben wir das wirklich nachgeguckt? Ist das wirklich so? Nein, das haben wir noch nie nachgeguckt, aber das sagt mir mein RPG-Verstand. Haben wir gar kein Lebenswasser? Nee, haben wir nicht. Haben wir doch alle verschwendet. Haben wir? Drei am Anfang des Dungeons, weil wir dreimal gestorben sind. Ich glaube, wir haben kein eins. Oh, wieso haben wir ein Lebenswasser? Wo ist das denn her? Oh. Willst du mich verhohne people hier? Das habe ich mal eben aus der Hosentasche gezogen, das Lebenswasser. Ist ein bisschen älter schon, ich weiß nicht, ob es wirklich, aber... Ne? Ja, dann zauber mal schön. Du brauchst gleich Dingens, ne? Weiß ich nicht. Schon wieder nicht drauf geguckt. Du hast noch 5 Mana. Kannst du überhaupt noch einen Zauber machen? Ja. Ja, tot. Nein. Ja. Kann ich trotzdem? Nein. Okay, ach, Schiete. Ja, siehst du, brauchst doch 3. Ja. Walnüsschen. Ist das denn jetzt inzwischen langsam mal der letzte? Ja, du bist tot. Fast. Ah, doch nicht. Wie es einfach fies ist. Mano! Das ist so bescheuert. Wir haben auch nichts mehr, ne? Keine Schokolade. Bonbon. Würde 100 heilen. Kannst ja 2 fressen. Ich glaube, er braucht echt nur noch einen Angriff. Nee, lass mal. Ich glaube, er braucht nur noch einen. Lass mal. Na okay, wenn du das sagst, auf deine Gefahr, bist du gleich tot. Da ist er noch gar nicht da. Komm schon! Zeig dich, Weihnachtsmann! Ich steht natürlich wieder drin. Sehr schlau. Nein, nicht den nicht. Der Donnermutant. Ha, 78. Siehste, braucht doch mehr als einen Angriff, hab ich doch gleich gesagt. Oder meintest du einen richtigen Angriff? Richtigen Angriff. Da! Ah, eine verschwendet. Ja, der Weihnachtsmann, es gibt kein Weihnachten mehr! Weihnachten ist abgeschafft! So, dann wird der letzte aber happig jetzt, ne? Wieso? Ist das der schwierigste? Ja, also. Ein bisschen. Aber vor der Mana-Festung werden wir nochmal trainieren. Beziehungsweise in der Mana-Festung, ne? Schwertorb! Ja! Müssen wir. Du bist ja verrückt. Nein, ist ernst gemeint, müssen wir. Ja, weil du so, ich dachte schon, du bist verrückt, sagst nö, ach Quatsch. Ganz, wird auch mal vertrackter hier, ne? Mega. Ach, immerhin kann man ihn abspeichern, na Gott sei Dank. Hilfe, ich lauf gegen Stein. Besieg den Drachen links vom Wald, um auf das Tor zu passieren. Wir töten hier alle Drachen, vor Skyrim, ey. Ja, genau. Ja, was viele ja nicht wissen, Secret of Mana ist das Vorbild von Skyrim. Von der genialen Story von Skyrim. Mhm. Die wirklich genial ist, ne? Töte alle Drachen, Drachen sind böse. Nein. Wirklich sehr genial. Ach so, ja. Ich muss hier gegensteuern. Schwierig, schwierig. Toll! Und ich kann nicht richtig steuern. Das macht nichts. Was kann der? Okay. Also was... Okay. Ist gut, meine Schlammbombe ist eigentlich ganz gut drauf. Rocky, oh, sie braucht gleich eine Walnuss, dann haben wir keine mehr. Reicht dein Zeug? Nein. Reicht nicht, der hat mehr Leben, oder was? Dann mach. Na, wir können ja einmal noch mit ihr so... Nee, glaub, Steinklinge sowieso nicht, weil braucht 4 Mana. Ich kann nochmal mit ihr heilen, deswegen. Ach, Moment, dann kann ich aber trotzdem mit ihr ja mal eben Schutz... Ich muss ihn ungefähr 7 Mal treffen, dann ist er weg. Ja, ich mach mal Schutzaura, weil... Das finde ich gut. Kostet auch nur einen. Ja, eben, das. Dann können wir sowieso nochmal heilen. Und vielleicht brauchen wir dann... Vielleicht müssen wir ihr keine Walnuss geben, aber wir haben ja nur noch eine. Oh, komm, jetzt mach ich mal wieder... Kann ich dich wieder richtig steuern oder steuere ich dich immer noch falsch? Ja doch, jetzt wieder richtig. Weiß ich nicht. Oh, jetzt flattert er ganz schnell mit seinen Flügeln. Was los hier? Die liegt am Boden gerade, die kann gerade nicht zaubern. Doch, ich zauber gerade mit ihr. Wie geht das denn? Ja, weil sie schon steht aufgestanden. Sie ja, das kann sie. Bei mir macht sie, bei mir steht sie sofort. Aber jetzt kann ich nicht mehr mit ihr heilen. Ach, das ist ja tragisch. Tragisch. Und so nimmt auch diese Geschichte ein tragisches Ende. Hä? Abgewehrt. Wie ist das denn? Weil ich gut bin. So ein kleines Koboldmädchen.
Er hat mich einfach nicht getroffen. Eieiei, ich muss eigentlich. Oh, von wegen siebenmal. Ich dachte, ich habe ihn siebenmal schon getroffen. Ich dachte, du brauchst die Walnuss. Deswegen habe ich hier auf Teufel komm raus nicht ihre Mana wiederhergestellt. Ist doch alles wunderbar. Ja, hat so funktioniert. Ja. Aber halt auch als offenbar ziemlich... So, das war der letzte Gegner. Und weißt du, was jetzt da drunter steht bei mir? Was denn? Weil erstmal weiter geht's. Da geht's. Bei mir steht, fliege zur Mana-Festung mit dem Sternchen. Top gelevelt sein. Wo ist denn die Mana-Festung? Ja, das ist das, was da, wovor du Angst hast. Wie, so, kann jetzt, man ja, jetzt kann man da reinfliegen, oder was? Jetzt gehen wir erstmal zum Mana-Baum. Und der sagt dann so, ja, hallo, ich bin der Mana-Baum. Ja, cool, dann haben wir ja... Mensch, haben wir viel geschafft. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir die ganzen Gegner so locker mitnehmen. Siehst du mal. Hättest du das aber gedacht? Aber erstmal aufgeben wollen. Ich habe einfach mal gedacht, wir müssen auch mal kämpfen, weißt du? Genau, einfach mal kämpfen, habe ich ja gleich gesagt. Mhm. Wir sind ja top ausgerüstet, top gelevelt. Das geht. Hm. Hallo, Freunde. Oh, jetzt wird's... Oh.